Die Kanadier machen es uns vor, der Exodus aus dem Stimulus. Das ist eine Wortwahl. Na gut, lassen wir das mal so im Raum stehen. Aber tatsächlich, die Notenbank aus Kanada hat gestern in einer Hauruck-Aktion nichts wirklich verändert, was die Zinsen angeht. Das ist alles genauso wie erwartet. Da hat sich nichts getan. Aber eine Ankündigung, hey, Tapering, wir wollen das Ganze wieder ein bisschen zurückfahren. Das kann so nicht weitergehen. Und das hat den Markt bewegt. Ihr seht, dass die US-Dollar gegen kanadische beispielsweise eine heftige Bewegung. Das ist übrigens etwas, was man bei ganz vielen Währungspaaren, die den kanadischen Dollar mit enthalten, aktuell sieht. Grund genug für uns, heute ein Video zu machen, hätte ich fast gesagt, Video machen wir jetzt, einen Text zu machen dazu, nämlich mit dem Stichwort Euro gegen kanadische. Da haben wir nämlich eine Trading-Idee, die stellen wir euch im Trade des Tages vor. Meldet euch an oder habt ihr vielleicht auch schon längst erhalten. Ihr kriegt dann ja immer eine Nachricht, wenn da was Neues ist mit unseren Trading-Ideen und ganz konkreten Handelsmarken. Also dementsprechend will ich darauf gar nicht eingehen. Guckt euch das hier mal an. Ich habe 2, 3 Ideen dazu genannt. Deshalb mit unseren, wie gesagt, Marken auf jeden Fall mal auffällig. Auch hier Schub runter, wackelig in die eine. Das ist eine der Varianten. Das ist beim Euro gegen Kanadische auch so. Ihr könnt natürlich auch gerne mal bei den anderen Alternativen Pfund gegen Kanadische oder bei welchem Titel auch immer gucken, denn diese heftige Bewegung, die ist bei allen erstmal gleich. Heftige Bewegung gab es aber natürlich nicht nur hier, sondern gab es natürlich auch am Nasdaq, beziehungsweise an der Nasdaq hier. Wir sehen das beim Nasdaq Future aktuell, Schub nach oben. Und jetzt die Frage, kriegen wir hier etwas Wackeliges nach unten? Ist damit die Abwärtsidee schon rum? Brauchen wir das Ganze gar nicht mehr? Können wir sicher sein, dass es jetzt nur noch nach oben geht? Ja, ganz sicher ist das nicht. Das wird beim DAX einigermaßen deutlich. Es ist immer noch möglich, dass sich eventuell sowas ergibt und anschließend der Kurs nochmal weiter nach unten. Noch ist es nicht ganz vom Tisch. Vorläufig allerdings bin ich erstmal bullisch eingestellt, denn die gleiche Argumentation, die letzte Dynamik ist nach oben gegangen. Wackelnd nach unten würde mich erstmal zu den Käufern eben lotsen und ich würde dann auf die Fortsetzung hier dieser Bewegung erstmal setzen. Ob die dann weit reicht oder, vielleicht habe ich das hier schon ein bisschen zu weit gemalt, vielleicht nur bis dahin und anschließend geht es doch nochmal runter. Das wird dann hier auf diesem Niveau irgendwo entschieden, je nachdem, wie die Rücksetzerniveaus jetzt sind, wird das ungefähr dann, ihr wisst das ja, 1:1, das ist so diese ganz grobe Regel, also so als kleiner Orientierungspunkt. Dieses Bild ist also noch nicht ganz obsolet, wir können noch nicht davon ausgehen, dass das nicht doch noch passiert, aber wir müssen nicht zwingend damit rechnen, dass es in den nächsten Stunden massiv nach unten geht. Wackelig nach unten fände ich allerdings herzallerliebst. Dann hätten wir vorne was, dann zack hoch, dann hier nochmal was Wackeliges, dann nochmal hoch. Dann die etwas größere Korrektur. Und vielleicht geht es dann sogar noch weiter. Also das wäre natürlich auch besonders schön, wenn sich das nochmal so zeigt. Also Rücksetzer durchaus, vielleicht sogar jetzt schon in einem größeren Maß. Aber nochmalige Fortsetzung ist nicht ausgeschlossen, beziehungsweise relativ deutlich realistisch auch über diese alten Hochs nochmal hinaus. Für die Profis unter euch, ich hatte das ja erwähnt, eigentlich warte ich auf so eine Korrektur hier in der Richtung. Das wäre eigentlich das Sinnvollste, aber nicht immer muss das Sinnvollste passieren. Und wieso ist das sinnvoll? Naja, irgendeine Verschnaufpause brauchen wir halt mal zwischendurch. Und da ist die Frage, ist das jetzt vielleicht dann nochmal hier ein relevanter Rücksetzer, der passiert? Kleines Stichwort, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen an dieser Stelle, aber hier hatten wir eine relativ scharfe Korrektur. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier eine Seitwärtskorrektur kriegen. Und ihr seht das, ich habe das hier ein bisschen höher gemalt. Das ist für Seitwärtskorrekturen gar nicht untypisch. Also insofern selbst ein Ausbruch darüber würde letztlich nicht davor schützen, dass nicht doch noch gegebenenfalls das kommt. Das ist jetzt ein bisschen starker Tobak hier. Wenn ihr Spaß auch an solchen Sachen habt, ein bisschen tiefer zu gehen, noch mehr Trading-Ideen und so weiter, meldet euch an bei Born for Trading. Dann habt ihr die Möglichkeit, da ebenfalls ein bisschen reinzuschnuppern, ein bisschen zusätzliche Informationen, wie wir auf die Märkte gucken, warum das so oder so ist. Da bringe ich dann immer wieder Beiträge auch dazu. Es ist im kostenfreien Test, ihr könnt das ausprobieren, es passiert nichts Schlimmes und guckt euch das einfach mal an, ob das nicht was für euch ist. So, jetzt will ich aber nicht länger quatschen, denn die Märkte rufen euch und mich auch natürlich. Deshalb drücke ich euch die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite seid. Nicht vergessen, Trade des Tages anmelden. Heute für den Euro gegen den kanadischen. Morgen könnte es eine Aktie oder ein Index sein oder ein Rohstoff. Das wissen wir nicht. Da ist ja immer von allem so ein bisschen was mit dabei. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.